Hi Leute, der leichte Bäcker hier und heute machen wir ein Rosinenbrot. Alles, was du dafür brauchst, siehst du hier. Na dann lass uns direkt mal mit einem Quellstück loslegen. Für das Quellstück verwenden wir 90 Gramm Dinkelmehl Typ 1050 sowie 90 Milliliter Wasser. Das geben wir beides zusammen in eine Schüssel, verrühren das kurz und lassen das dann für die nächsten 23 Stunden bei Raumtemperatur ruhen. In der Zeit kann das Quellstück dann anfangen, Geschmack zu entwickeln durch die Versäuerung, die entsteht. Aber natürlich ist das nur minimal, denn schließlich hat es ja nur 23 Stunden Zeit dafür. Und nach 23 Stunden machen wir mit dem Sponge weiter. Der Sponge ist ähnlich wie ein Pulich, nur dass der mit Milch gemacht wird statt Wasser und dass die komplette Hefe verwendet wird. Das heißt, wenn wir den Hauptteig machen, geben wir keine Hefe mehr dazu. Und für den Sponge benutzen wir jetzt 100 Gramm Weizenmehl Typ 1050 zusammen mit 100 Milliliter Milch und 16 Gramm frischer Hefe. Und aus dem Grund, dass wir jetzt die komplette Hefe benutzen, müssen wir hier auch aufpassen, dass der Sponge uns nicht übergeht. Denn schließlich wollen wir die komplette Triebkraft ja auch in unserem Hauptteig haben. Dann vermischen wir das Ganze wieder, decken es ab und lassen es jetzt für eine Stunde und 15 Minuten ruhen. Und zum Abdecken benutze ich jetzt meine zweite Schüssel. Und nach guten 24 Stunden für unser Quellstück, schau dir mal an, wie gut das aussieht. Du siehst, dass sich Aktivität gebildet hat, weil überall Bläschen in unserem Quellstück sind. Und dann guck dir noch unseren Sponge an. Wenn man da jetzt auch so drauf drückt, merkst du richtig, dass es eine relativ feste Konsistenz ist. Und dann können wir jetzt mit dem Hauptteig loslegen. Das heißt, zu unserem Sponge geben wir jetzt 70 Gramm Roggenmehl Typ 1370. Das gibt unserem Rosinenbrot eine schöne dunkle Farbe und es macht den Geschmack auch nochmal ein bisschen intensiver. Aber halt nicht zu stark, auch nicht zu stark roggenlastig, sondern nur so ein bisschen. Dann geben wir noch 190 Gramm Weizenmehl Typ 1050 dazu, sowie 110 Gramm Weizenvollkornmehl. Und das Weizenvollkornmehl trägt ebenfalls zu einer dunkleren Farbe bei, macht das Rosinenbrot aber auch ein Stück weit gesünder. Dann kommen noch 9 Gramm Salz dazu. Das sind circa 1,5%. Mit dem Salz wollen wir nicht zu hoch gehen, weil das Rosinenbrot ja auch eine leicht süßliche Note bekommen soll. Trotzdem ist das Salz immer noch gut, denn auch das Salz trägt zum Geschmack davon bei. Außerdem soll das Rosinenbrot nicht super süß werden. Dann kommt noch unser gestern zubereitetes Quellstück dazu, sowie 50 Gramm Zucker, der dann eben so eine leicht süßliche Note dem Brot verpasst. Aber wirklich nur so ein Hauch. Und der Zucker hat einen Anteil von ca. 9%. Und dann kommen noch 230 Milliliter Wasser dazu. Und zusammen mit den 100 Millilitern Milch aus dem Sponge und 90 Millilitern Wasser aus dem Quellstück kommen wir damit auf einen Wasseranteil von 75%. Oder besser gesagt 75% Hydration, denn schließlich ist die Milch ja kein Wasser. Was ebenfalls für eine schöne dunkle Farbe sorgt, 10 Gramm Backmalz. Ebenfalls sorgt es auch dafür, dass unser Rosinenbrot eher wieder in die kräftigere Richtung vom Geschmack geleitet wird. Und zum Schluss natürlich auch noch 115 Gramm Rosinen. Und die haben einen Anteil von ca. 20%. Nach 2,5 Stunden schau dir mal an, wie klasse unser Rosinenbrotteig ausschaut. Der ist richtig schön aufgegangen. Dann streuen wir ein kleines bisschen Mehl auf unsere Arbeitsfläche und leeren den Teig darauf aus. Auch geben wir ein kleines bisschen Mehl auf unseren Teig. Dann klebt er nicht nur weniger an der Arbeitsfläche, sondern auch weniger an unseren Händen. Und das bedeutet natürlich, dass wir besser mit dem Teig arbeiten können. Die Seiten kurz eingeschlagen, rund geformt und dann bringen wir das Teigstück in eine etwas länglichere Form, denn wir wollen das heute hier in einer Kastenform backen und da bietet sich die längliche Form natürlich deutlich besser an. Ich habe hier meine Kastenform schon mal mit Backpapier ausgelegt. Du kannst das Ganze natürlich aber auch mit Butter und Mehl bestreuen, dass dir das Brot nicht anbäckt. Aber ich bevorzuge in dem Fall einfach das Backpapier.
Dann den Teigling kurz reingehoben, geguckt, dass das Backpapier auch nirgends unter den Teig geraten ist, kurz noch abgedeckt und so kann der jetzt für die nächsten 50 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit bereiten wir schon mal den Backofen vor. Diesen stellen wir auf 210 Grad Ober- und Unterhitze. Und ebenfalls stellen wir eine Schüssel mit Wasser in den Ofen, um ordentlich Dampf zu erzeugen. Und der Dampf hilft dann dabei, dass unser Rosinenbrot schöner und gleichmäßiger aufgeht. Und nach 50 Minuten ist unser Teigling soweit eingeschossen zu werden. Jetzt noch kurz einmal mit Wasser besprüht, das wirkt dann auch dem Eintrocknen durch die Wartezeit entgegen und hilft dem Teig dann dabei besser aufzugehen. Und du siehst ja auch, wie klasse unser Teig jetzt in den 50 Minuten aufgegangen ist. Und dann wird er eingeschossen. Bei 210 Grad backt er nun für die nächsten 30 Minuten. Und nach 30 Minuten holen wir die Schüssel mit dem Wasser aus dem Ofen, denn jetzt wollen wir ohne Dampf weiterbacken. Aber wir holen auch unser Rosinenbrot kurz aus dem Ofen, denn wir wollen das von der Backform trennen, damit auch die Seiten richtig schön Farbe bekommen. Und da ich Backpapier benutzt habe, entferne ich das ebenfalls von dem Brot, damit die heiße Luft auch wirklich gut an das Brot drankommt. Außerdem ist es deutlich einfacher, das Backpapier zu entfernen, solange wie das von der heißen Luft noch nicht völlig eingetrocknet und spröde ist. Und wenn die Form ab ist, wandert unser Rosinenbrot bei den 210 Grad nochmal für 15 Minuten in den Backofen. Und jetzt schau dir mal an, das sieht doch wirklich klasse aus, das Rosinenbrot. Und die Rosinen, die am Rand sind, sind richtig klasse karamellisiert. Natürlich noch die Klopfprobe gemacht und unser Rosinenbrot ist fertig gebacken. Nach einem kurzen Abkühlen lassen können wir es dann auch endlich anschneiden. Und der Klang ist doch fantastisch. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Krume geworden ist. Und die sieht auch super gut aus. Und so wie ich es gesagt habe, ist die etwas dunkler geworden und auch richtig gut im Geschmack. Dieses herzhaft Süße. Dazu passt eine Schokocreme oder Erdnussbutter richtig gut. Am besten sogar beides zusammen. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und Erfolg beim Nachbacken von unserem Rosinenbrot. Und falls du noch kein Abonnent bist, dann wird's mal Zeit, jetzt diesen Knopf zu drücken. Erzähl auch all deinen Freunden, Bekannten und Verwandten davon. Das wird mir unglaublich weiterhelfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.